Guten Morgen, Leute, das tägliche Ritual. Kaffee trinken. Sonntag, der 25. Wir legen gleich los und bauen die Grillkrota weiter. Naja, ein bisschen fitter muss ich vielleicht noch werden. Jetzt haben wir es gerade mal 5 Minuten nach 9. War ein langer Abend gestern, war sehr lustig. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich trinke meinen Kaffee, werd fit und dann mache ich gleich mit der Dachpappe weiter. So, Freunde, im Moment habe ich bis jetzt die Dachpappe hier entlang festgenagelt. Die wird jetzt hier genau entlang der Kontur abgeschnitten, oben gerade. Aber dazu muss ich jetzt erstmal die Cuttermesser finden. Hätten eigentlich in der Schwuppskarge liegen sollen. Die Klingen sind noch da, die Messer sind weg. Muss ich weitersuchen. Streck dich! Halt zu mir noch. Ja. Erstmal lecker Rührei Frühstück Bacon. Und möchte irgendjemand was zu den nicht geplatzten Restweißwürsten von gestern sagen? Hallo? Nein, wir wollen nichts sagen. Nein. Es geht auch nicht geplatzt. Und früher gab es in jedem Topf eine geplatzte Weißwurst. Die nannte man Opferwurst. Damit von diesen Weißwürsten nicht der Geschmack entzogen wird. Ja, das ist dran. Da danke, ist Schatz. Dran. Danke, Schatz, für die Erklärung. So, Leute, hier die Dachpappe habe ich jetzt mittlerweile auch festgemacht. Moment, ich filme mal an. Die haben wir die Klebestreifen runtergemacht, sauber aufgeklebt, ineinander verklebt und mit Dachpappennägeln aus Kupfer zusammengenagelt. Leider, wirklich leider muss ich sagen, ich habe bloß 2 so kleine Päckchen mitgenommen, ich Eierkopf. Ich habe die langen Bahnen vergessen. Ich weiß nicht warum. Ich habe bloß mit dem Vordächle gerechnet zum Festnageln irgendwie und habe die langen Bahnen komplett aus dem Kopf verloren. Naja gut, bei so einem Haufen Kruscht kann das passieren. Ich werde halt die langen Bahnen jetzt dann nur mit dem Tacker antackern und dann hinterher noch schön mit Kupfernägeln festnageln. Die hole ich dann morgen nach der Arbeit in der Baywar. Boah, die sehen mich echt jeden Tag gerade. Naja, gut, die freuen sich, die verdienen ja Geld. Ja, nächste ist die Ecken von oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem, wie man es sehen will. Die machen wir jetzt. Wie gesagt, mit einem Elektro-Tacker tacke ich die fest. Werden dann mit Dachpappennägeln noch nachgenagelt. Ja, ich mache jetzt einfach mal, nachdem ich was getrunken habe. Leute, der Planet knallt runter, oder? Was meinst du dazu? Ja, ganz schön heftig. Ja, brutal, hey. Echt brutal. Tja, Leute, jetzt haben wir ein böses Faul festgestellt. Die Dachbahn da hoch, was wir brauchen. Ist leider nur eine Rolle da. 10 Meter, 6 mal 2,83 Meter brauchen wir. Also aus einer 10 Meter Bahn kriegen wir 3 Bahnen raus. Sprich, wir haben eine Dachpappenrolle zu wenig. Auf der Stückliste stand sie drauf. Irgendwie ist sie wohl unterwegs verschütt gegangen. Kann man jetzt nicht ändern. Sowas passiert, sowas kommt vor. Habe aber schon mit dem Jörg telefoniert. Er setzt alles in die Wege, dass das morgen gleich rausgeht und zu mir kommt, dass wir das fertig machen können. Wir überlegen jetzt, oder wir machen jetzt 3 Bahnen drauf
Ja, und die anderen drei werde ich wahrscheinlich momentan bloß mit Panzertape abkleben. Ist ja wurscht. Die Hutze trotzdem draufsetzen, aber noch nicht verschrauben. Und dann, wenn die zweite Teerbahn kommt, werden wir die dann auch noch anbringen. Und dann eben das Dach komplett fertig machen. Naja, irgendwas muss ja immer schief laufen. Kann man jetzt nicht ändern. Wir schneiden jetzt, sieht man sie? Ja, hier unsere 2,83 Meter, oder was haben wir ausgemessen, Rita? 2,83. 2,83 Meter zu. Und ja, tackern die dann oben hin. Und morgen, oh, die Mädels immer mit ihren Handys. Ja, ne, machen wir jetzt ganz einfach. Attacke. Die erste Bahn ist oben. Hier habe ich noch eine kleine Änderung vorgenommen mit der Dachpappe. Vorher hat es so ausgesehen. Mit der Leiter steige ich dann auf, aber da hat es gerade böse gedonnert. Ein paar Tröpfchen habe ich gerade abgekriegt. Gucken wir mal, ob es jetzt zum Regnen anfängt. Dann müssen wir kurz abbrechen. Ja, es regnet, es tröpfelt. Abdecken tue ich das jetzt nicht extra. Wenn es so ist, dann ist es so. Raustrocknen tut es auf alle Fälle wieder. Da habe ich jetzt gar keine Panik. So Leute, jetzt hat die Grillkota doch noch eine kleine Mütze bekommen heute. Naja, Schatzi meinte nicht, dass das unbehandelte Holz Wasserflecken kriegt. Vielleicht hat sie recht, vermutlich sogar. Wir haben es jetzt schnell abgedeckt. Und jetzt warten wir halt, bis der Regen aufhört, dass wir noch die zweite und dritte Bahn machen können. Und dann werden wir sie wahrscheinlich wieder abdecken. Vielleicht noch den Innenausbau, wenn der David später kommt. Ja, und dann sehen wir weiter. So Leute, der Regen hat aufgehört. Ihr habt die Mütze wieder runter. Und nach Androhung massiver Gewalt und Enterbung habe ich es doch noch geschafft, dass heute der David vorbeigekommen ist. Und der David darf uns jetzt hier die Ecken machen. Also, dass die Bretter hier sauber dran sind. Die Verschalung, sage ich jetzt, um die Türen rum komplett dran ist. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Oder er macht mit dem Innenausbau. Das ist, sage ich jetzt ganz pauschal, das ist Schreinerarbeit, weil das sollte doch genau sein. Weil wir hocken hier drin und hier schweifen die Blicke rum. Und das wollen wir genau haben. Deswegen soll er das machen. Da bin ich rigoros. Hm? Ganz genau. So Leute, hier noch ein kleiner feiner Unterschied zum Schreiner und Mechaniker. Hier diese Bretter stehen ein klein wenig zu weit raus, dass das Brett hier sauber dann anliegt. Man sieht es auch hier. Also ich wäre wahrscheinlich jetzt hingegangen, hätte die ganze Kante abgeschliffen. Was hat der David gemacht? Ja, einfach ein Nutnei und fertig. Und ja, so liegt das Brett schon sauber dran und du hast ziemlich dreckige Hände. Ja, komm mal. Geh mal bitte zum Händewaschen, dass nicht überall das Holz so schwarz ist. Aber ja, so sieht es halt dann wirklich sauber aus. Jawohl. Leute, so bescheißen die Schreiner. Erst machen sie das Dreck an und dann schleifen sie den Dreck einfach runter. Aber es soll mir wurscht sein, solange es hinterher gut ausschaut. Sehr schön, David. Weitermachen. So, Freunde, der David ist wieder weg. Wir haben jetzt die drei Bahnen außen angebracht.
1, 2, 3. Ach, die Leiter ist da drüben verschwunden. Morgen besorge ich eben noch die Dachpappennägel und dann wird es noch mit Dachpappennägeln festgenagelt, nicht geschraubt. Jo, hier hat uns der David jetzt die Verblendung wunderschön hingemacht. Also, da bin ich jetzt schon zufrieden. Wo ist sie denn? Im Display, hier ist sie. Hier ist sie. Hier den Rahmen ringsherum. Und ja, der kann das halt. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Wunderbar. Was mache ich jetzt? Ich werde mir jetzt die Balken vom Boden holen und die ganzen Querbalken hier reinwuchten. An den Dingern aussägen, dann die oberen Latten drüber. Die liegen ja dann, glaube ich, hier auf. Ne, die liegen hier auf. Und hier liegt dann der Boden selber auf. Ja, das mache ich jetzt soweit und dann können wir mit der Bodendämmung anfangen. Noch was, wenn man schaut, teilweise scheint noch das Licht durch und das werden wir auch so lassen, einfach dass ein bisschen Luft zusätzlich noch reinkommt. Das wird nicht viel sein, also ich glaube jetzt nicht, dass es hier zieht, soll es wirklich ziehen. Oder sonst irgendwas, dann schraube ich ganz einfach die Leisten dann wieder weg und tue das dann einfach verfugen noch. Dann ist es auch dicht. Aber jetzt lassen wir das erst einmal so, schauen wie das funktioniert mit der Hinterlüftung, sage ich jetzt einfach einmal. Und ja, dann werden wir schauen. Auf alle Fälle, nächste Aktion, Fußboden. Ach, der filmt schon wieder. Ja, haben wir heute eh noch nicht gefilmt. Mal den Kamin so halbwegs vormontieren, wenn wir den auch heute nicht mehr draufsetzen können. Aber was gemacht ist, ist gemacht. So Leute, den Regenkragen hier habe ich jetzt abgedichtet. Im Bauplan stand drin mit Silikon. Ich habe hier vom PTEC den Kraftkleber genommen. Der taugt im Karosseriebereich, also wird er hier noch besser taugen. Und jetzt geht es weiter mit der Fußbodenunterkonstruktion. Fußbodenunterkonstruktion. Naja, die mittlere Latte ist zwar nicht ganz in der Mitte, also etwas außer der Mitte, aber den KG-Rohren geschuldet und ich versuche halt jetzt ja, die restlichen Balken halbwegs auszugleichen. Ja, dass es halbwegs stimmt. Aber das kriegen wir auch noch hin. So Freunde, die Dinger werden alle verlegt. Und oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hier ist ein schärferer Knick drin. Hoffentlich kriege ich da noch ein Kabel durch. Ne, Spaß beiseite, Leute, seit wie vielen Jahren nimmt man Leerrohre im Bau und die haben bis jetzt alle ihre Kabel durchbekommen. Also, so kommt das Leerkabel hier dann raus, ja, so leicht nach drüben, weil bis der Herr hier irgendwo geht sowieso die Sitzbank, dann bleibt es noch unter der Sitzbank. Mir wäre es zwar jetzt etwas lieber gewesen, es wäre da drüben rausgekommen, aber ja, hat sich jetzt so ergeben. Ja, und was wir jetzt machen, wir machen jetzt einmal einen Testschnippler hier mit unserer Dämmung der Styroporplatten. Ich habe hier so ein Scheibenschneidedraht und mit dem werden wir das jetzt einmal ausprobieren. An Sascha gebe ich dabei die Cam wieder und der darf mitfilmen. Hast du kein scharfes Messer? Nein, mach mal. Ich habe das immer mit scharfem Messer gemacht. Du solltest schön nach unten ziehen, gell? Ich bin unten an. Du bist unten an. Bleib drin. Bleib drin. Lass uns mal noch eins drauflegen.
Der schneidet den zweiten Nei. Das ist nicht gut. Glaub's mir. Glaub es mir. Na gut. Doch wunderbar, oder? Wo liegt das Problem? Welches war jetzt, was wir brauchen? Ich zeig dir gleich mal meine Methode. Können wir machen. Schönes scharfes Messer. Ja, wir probieren jetzt mal mehrere Möglichkeiten aus. Der mit dem Schneidedraht war jetzt eine Möglichkeit. Gibst du mir mal was? Der mit dem Schneidedraht war jetzt halt eine Möglichkeit. Das ist aber kein schöner Schnitt. Hier ist es noch schön. Weg. Tja, da bin ich ja mal gespannt, ob die im Hintergrund zum Quasseln aufhören. Ja, nee, ich bin gespannt, ob das, oder bis ich morgen von der Arbeit heimkomme, was sie hier alles geschafft haben. Ich denke, ich werde jetzt dann Feierabend machen, schneide noch kurz den Blueschaum weg. Ja, und dann mache ich für heute Feierabend. Zeug wegräumen, Schubskarre rein, fertig, aus. Leute, wir sehen uns morgen und gucken, was die anderen vollbracht haben. Mhm.